Dinge gibt's, die gibt's gar nicht. Das Robert-Koch-Institut, oberste Bundesbehörde in Sachen Gesundheit, hat eine der zentralen Grundlagen für die aktuelle Corona-Politik klammheimlich von der Webseite entfernt. Das steht da jetzt plötzlich nicht mehr. Und dadurch, dass das nicht mehr steht und dass da noch vieles andere plötzlich neu steht, was vorher da nicht stand, muss man eigentlich sagen, dass die aktuelle Linie, dass Geimpfte sich nicht testen lassen müssen, dass es massive Privilegien für Geimpfte gibt, wie man das ja neudeutsch jetzt nennt, obwohl es nur darum geht, dass die weniger eingeschränkt werden in ihren angeblich unveräußerlichen Grundrechten, dass diese Linie eigentlich nicht mehr zu halten ist. Darüber herrscht völliges Schweigen. Ich habe dazu so gut wie nichts gefunden. Ich will das nicht hier machen im Zensurnetzwerk. Schauen Sie sich auf Rumble die Details an, auf Odyssee in den freien Medien. Wir sind erwachsene Menschen, wir sind mündige Bürger. Wir lassen uns nicht bevormunden von einem Internetgiganten aus den Vereinigten Staaten, dass der uns vorschreibt, was wir sagen dürfen, worüber wir uns unterhalten dürfen und worüber nicht. Danke für den Klick. Alles Gute. Ciao. Bis bald.